müssen doch Massen an Knochen haben. Stock Bones. Body Parts. Die haben wir. Bones? Bones? Bones nicht? Wir haben keine Bones. Wir haben auch zig, wir haben 80 Korpse. Da kannst du wohl einen Knochen rausschneiden. Okay. So, was machen wir jetzt erstmal? BW. Sachen, die wir alle brauchen, sind zum Beispiel, wir brauchen noch einen Butcher. Der kann hier hin. Haben wir zwei Stück. So, hier die beiden Butcher. Ach, hier habe ich unseren Mischstockpile hingepackt. Der war gar nicht da. Ist egal. Und Tanner. So, dann haben wir das. Und dann brauchen wir noch unseren Juwelier. Den können wir erstmal auch hier unten wieder reinpacken. Und zwar ist das ja unser Sachen, die wir so dort klar. Gibt sogar Sinn. Das einfach mal hier neben, das sind doch direkt Edelsteine. Dann müssen wir nur gut. Wo kriegst du jetzt deine Skeletons her? Deine Knochen? Ich kann eins der Tiere draußen schlachten, das ist kein Problem. Wir haben ein paar. Aber es sind Haustiere alles, ne? Ja, die Sau möchte ich nicht. Eigentlich möchte ich die Säue ungern. Ich könnte die Yaku. Wollen wir die einfach, weil wir haben keinen großen Yak? Aber die sind jetzt abgehauen. Die sind nicht gezähmt. Ist egal. Wir schlachten die Yaku. Weil, warum nicht? Wir brauchen den Knochen. Wie genau Building. Ach, falsche Ebene. Ich wollte gerade sagen, sorry, ich bin doch über dem. Ja, dann warte auf den Game Cutter und so weiter. Kann ich das nicht einfach sagen? Mach das sofort. Natürlich nicht. Unser Game Cutter macht bestimmt wieder was ähnlich was. Ne, der ist drin. Da war einer drin. Okay. A. Cut Gems. Ist mir egal, was du cuttest. Haben wir Onyx? Nicht, dass jetzt einfach irgendeinen Stein nimmt, den wir vielleicht gar nicht auf Lager haben. Kann ich das nicht gucken? Cut Gems? Nein, ist ja nicht Cut, ist Rough Gems. Ne? Muss ich da wahrscheinlich gucken. Da. Onyx? Onyx ist 4. Jo, mach mal. Das heißt. Gut, hier oben ist noch gebaut. Ne, ist auch schon alles fertig. Ready for Slaughter. Unsere arme Yaku. Ist aber nicht schlimm. Läuft. Kann jemand die Yaku einmal abholen und schlachten? Und irgendjemand soll mal kurz den Edelstein schleifen, damit unser Irrer da nicht komplett durchdreht. Ich möchte nämlich nicht, dass der Irre komplett durchdreht. Was ich auch noch machen muss, könnte ich theoretisch auch mit diesen ganzen Sachen machen. Wir machen einfach noch Rock Mechanics. Machen wir auch mal 10 für auf Lager. Die kriegen einfach auch. So, okay. So, und zwar ist höchstens 10 aus irgendeinem Stein. Klingt gut. Dann haben wir immer, können wir mal 10 nach. Jetzt einer was? Ich will nicht, dass der hier als Berserker ist. Ach, guck mal, ich kann ihm ja ein N geben. So. Mach sofort diesen Stein fertig. Ist gerade nichts wichtiger, wie diesen Edelstein zu schleifen, dieser Feste. Muss man sich mal vorstellen, überall Tote und alles voll mit Dreck und so weiter. Dann kommt einer an und sagt, hier, das Wichtigste heute ist, dass ein Edelstein geschliffen wird. Und dass jemand diesen komischen, den Yak schlachtet. Butcher Dead Animal. Könnt ihr auch machen. So, das machst du jetzt mal so lang. Wir haben ja theoretisch genug tote Tiere. Also wird ja wohl ein Knochen bei rumkommen. Kann der Tanner auch gleich was tun? Ich weiß gar nicht, ob wir einen Tanner haben.
Ich weiß generell nicht, was wir für alles hier für Berufe haben. Das ist ja alles immer ein bisschen quer. Jetzt bekommen wir Mechanik. Ja, ist egal. Mach, was heißt denn Bin? Die haben endlich eine Kiste für ihre Waffen. Und die sind hier fertig. PG für Finished Goods. Aber die gesamte ist ein bisschen hart, oder? Ich könnte hier auch das, ich könnte das komplette Ding hier für Furniture machen. Das klingt, glaube ich, besser. Ich mache das alles hier für Furniture. Wir dürfen jetzt alles nochmal umtragen. Weil das hier jetzt für Finished Goods wird. Disable. Und dann brauchen wir hier ja auch Bins. So. Und dieser Finished Goods Stockpile kann er nämlich weg. So, dann haben wir den nämlich auch weg. Das kann alles dann schön hier rein. Schön aufrollen. Nichts Tetrahydrit. Unser Tetrahydrit ist alle. Ach, scheiße. Da liegt doch noch ein Tetrahydrit rum. Das sehe ich doch von hier. Ne, ist doch kein Tetrahydrit. So. Hast du jetzt kein einziges Tetrahydrit drauf verarbeitet? Ist das alles schon wieder verboten? Kann doch nicht immer alles verboten sein. Tetrahydrit. Da. Nur noch zwei. Was ist denn daraus jetzt geworden? Ach, ich habe den zweimal drin. Das ist auch schlau von mir, ne? War noch gar nicht fertig mit dem Job hier oben. Ja, dann nehmen wir den auch raus. Müssen wir doch an Bars genug haben erstmal, oder? Kupfer, 73. Ja, das sollte reichen. Erstmal für die Käfige. So, könnt ihr die hier noch setzen? Oder sind die wieder suspended wegen irgendwas? Nein, dann nicht. Der schon. Bestimmt, weil da das Ding drauf liegt. Der Pfeil hier. So, die könnt ihr gerne claimen noch. Ist egal. Und dann B, Shift, T, C. Shift, T, C. So. 6. Schade. Aber nicht schlimm. So. Nach und nach die Fallen aufmachen. Es kommen auch Käfige. Ab und zu. Kupfer, Holz, Eisen. Egal woraus. Habe ich noch einen Tetrahydrid-Job drin? Nee. Ich wollte gerade sagen. Da unten lief gerade noch der. Die Feststellung, dass wir kein Tetrahydrid mehr haben. Wird aber noch hier oben gerade, ah, hier ist Magnetit noch, ne? Genau. Die müssen die ganze Wand hier wegreißen und danach neu bauen, weil das alles Eisen ist. Die ganze Wand besteht aus Eisen. Können wir mal gucken, ob die ganze Wand hier unten auf ist. Was haben wir hier in der Wand? Lignit. Lignit war die Kohle, ne? Genau wie das Bismut hier, ne? Lignit war Kohle. Das ist, glaube ich, so die Kohleebene. Und Magnetit. Also, das können wir auch einfach den Minern sagen. Es ist ja egal, die können jetzt ja einfach hier rein. Und dann fangen die sozusagen direkt an jetzt. Warte mal, Steuerung her. Nehmen wir hier oben in der Ecke.
in der Hoffnung halt hier, wobei ich hier unten irgendwie... Ich habe immer die Angst, dass hier doch mal ein Boden einfällt, nachdem in Staffel 4 da plötzlich die Untoten durch die Decke gefallen sind. Und ich will hier eigentlich keine Untoten, die hier durch die Decke fallen. Das hat mich das eine Mal total genervt. Weil ich glaube, nur deswegen ist da die Festung draufgegangen. Weil durch irgendein Loch in der Decke die Untoten gestürzt sind. Das sieht alles nach Kohle aus. Ist auch nicht schlimm. Ja. Na gut, dann halt Kohle. So, die Miner machen, was sie sollen. Der Soldat läuft da auch rum. Da war ein Geist. Ja, der Tod kommt wieder. Ja, der Tod ist wieder da. A. Nee, nicht A. M. A. Alarm. Alle rein. Fist of Wallscales Maceman Invader mit seiner... Mit seiner kleinen Gruppe. Invader. Human Bo- Der... Oh. Bringt natürlich jetzt gleich noch den Necromancer mit. Ne? Ist ja auch super, weil es sind ja auch die ganzen untoten Leichen noch draußen. Ne? So, A, Shift, P. Ne, du bist der komische Hebel unten. Auf dich sollte keiner ziehen. A, Shift, P, N. Und jetzt müssen wir eigentlich. Wie viele Zwerge sind jetzt wohl noch draußen? Keiner, okay. Die haben am Hebel gezogen. Ich hoffe mal, ihr seid alle drin. Ne? B. T. W. Wir machen hier jetzt wieder dicht. Aus. Oxid, ist mir egal. Macht hier wieder dicht. Mauer kommt wieder. Mal gucken, die Mauer zählt damit runter. Du bist gut Freund von uns, ne? Unser Woodcutter. Ich hoffe mal, du bist der Letzte, der noch draußen war. Alter, mauert den Woodcutter nicht ein. Doch, haben sie. Da waren sie schnell jetzt. Vorhin ging das nicht. Scheiße. Das war der Woodcutter. Der denkt sich jetzt auch, Alter. Wollt ihr mich verarschen? Hier draußen kommen die ganzen Untoten. Ein paar mehr. Und ihr baut mir einfach eine Mauer vor die Nase. Ja, ist ja gut. Wir machen da noch mal ein Loch rein. So, aber nur so ein kleines. Okay. Achso, warte. Ganz wichtig. Er mit seinem kleinen Kind wieder. Er schiebt den Käfig erstmal wieder weg, weil er noch geht. So, genau. Komm du jetzt mit. Scheiße. Da sitzt er. Lauf. Lauf. Ach, die töten erst hier die Tiere. Lauf, schneller. Alter, die sind schnell. Scheiße. B, ist egal. Der Woodcutter muss sterben. Es tut mir leid für den Woodcutter. Nicht T, nicht C, B. Schnell. Oxid, baut diese scheiß Mauer. Baut diese scheiß Mauer. Wir hätten den Woodcutter nicht retten dürfen. Die kämpfen gegeneinander. Die Untoten kämpfen gegeneinander. Bau die Mauer, die kommen. Ah, Hilfe! Ist egal, es tut mir leid, Woodcutter. Es tut mir wirklich leid. Die Untoten kämpfen gegeneinander. Macht euch fertig! Die Roten gegen die Weißen. Großes Gemetzel, überall Körperteile. Weiß gewinnt. Unser Woodcutter steht da auf seinem Klumpen und denkt sich,
Scheiße, was ist hier los? Die Fallen sind leider fast voll. Es tut mir leid. Der Geist denkt sich auch, ja, moin, Leute, alles fit. Keiner hat an der Brücke gezogen. Anscheinend habe ich vergessen, die Brücke zu connecten. Es sind wieder Billion Destroyer. Das Floodgate ist kaputt. Jetzt ist halt die wichtige Frage, hält die Mauer? Also sie stehen jetzt auf der Brücke. Wir haben ein paar gefangen. Ist da jetzt gerade, sieht aus, als wäre das jetzt, was ist das, das ist ein untotes Schwein? Natürlich, unser Schwein ist wiederbelebt worden, ne? Ja, ein... Der Totenbeschwörer ist da und hat alles wiederbelebt. Hat aber anscheinend genau dasselbe Problem wie wir in der letzten Staffel. Ist alles, was er wiederbelebt hat, fand ihn jetzt nicht alles wirklich gut. Oder wenn ich das hier alles sehe, alles Knochen. Apropos Knochen. Mensch, Kumpel. Wie schaut's denn bei dir so aus? Du brauchst immer noch Knochen. Ja. Ich kann das Militär gleich bei ihm vor die Nase stellen. Off a Forest. Holz ist da. Zwei Stück. Haben wir noch Bins als Auftrag? Nein, ne? Bins. Nein, wir haben nichts hier im Auftrag, das Holz braucht. Wir haben nämlich nur zwei Holz. Alter, der braucht Knochen. Cut Games, Waff Games. Haben wir beides. Stack Cloth. Holz. Und Skeletons. Fünf Sachen. Cloth. Was sagt denn unser Cloth? Zwei. Pigtail Cloth. Ist auf alle Fälle da. Irgendwo. Jetzt Bones. Bones steht hier immer noch nicht. Ne? Boxes, Body Parts, 261 Körperteile. Wir haben eine Menge Körperteile. Es waren mal nur, Korpse waren 80, ne? Korpse haben wir jetzt 97. Ist ein bisschen mehr geworden. Auch ganz viele Schuhe. Aber egal, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass wir Knochen brauchen. Muss ich jetzt doch eine der Säue schlachten? Wir können die Bergziege schlachten. Hier ist eine Bergziege, eine kleine.